Ja, hallöchen, herzlich willkommen zur 91. Folge von Andreas Schubert Transporte hier im Eurotruck Simulator 2 mit TTT, dem Programm für den eigenen Auflieger und den Hard Economic Mod von Herrn Klaas. Ja, beste Grüße hier von der A6. Gerade an Nürnberg vorbei, fahrt Richtung Heilbronn. Ich mich ja wirklich von so einem Renault hier. Na ja, gut. So ein Gliederzug. Ein Gliederzug ohne Gliederung. Ja, zur Tour nochmal kurz zusammengefasst, so in den letzten 2-3 Folgen war es ja alles mal ein bisschen unübersichtlich aufgrund der Patches und neue Mods und was weiß ich nicht alles. Was haben wir eigentlich geladen? Ich habe meine Ladepapiere nicht da. Ich blende sie mal ein. Ausnahmsweise. Ach, geht ja gar nicht. Ist ja tätet. Auf jeden Fall aus Polen geladen, ne? Ich habe versehentlich schon meine Modliste hier mir aufgeblättert in mein Schlammbuch. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall war es eine lange Tour aus Polen Richtung Metz, Frankreich. Firma Postbet erwartet uns da. Die es allerdings nicht mehr gibt. Die wurde jetzt umbenannt in der Zwischenzeit. Auch wegen der Kartenaktualisierung, ne? Oder gerade wegen der Kartenaktualisierung. Gibt es da jetzt kein Postbit mehr, sondern die Firma heißt jetzt irgendwie anders, aber das ist jetzt nicht weiter wild. Was wollte ich eigentlich sagen, viel wichtiger ist, was sich so getan hat. Also wir haben jetzt zwei grundlegende Sachen nachgereicht. Das ist zum einen der True Lights Mod. Der wurde für die 1.27 gefixt. Allerdings habe ich den auch noch gar nicht ausprobiert oder mir angeguckt. Aber da ja sowieso gerade hier strahlender Sonnenschein ist, denke ich mal. Aber pro strahlender Sonnenschein, wie viel Fahrzeit haben wir eigentlich hier noch? Ach, wir wollen es, schaffen wir noch. Ja, True Lights Mod. Hier und da fährt aber auch mein Auto mit Licht rum, sehe ich gerade. Also scheint das alles zu funktionieren. Also zumindest stürzt das Spiel nicht ab. Das ist immer viel wert. Und last but not least, die Rust-Map. Die Rust-Map läuft wieder bei uns. Ja, gerade bei den beiden Mods mal ganz fettes Dankeschön an den, ich hoffe, ich spreche jetzt nicht falsch aus, Disturbed, ne? Disturbed, kommt auch noch irgendeine Zahl dahinter, weiß ich jetzt nicht. Disturbed, vielen Dank. Und Matthias Hartmann, auch dir vielen Dank für die Tipps. Haben sich da in den Kommentaren ihr habt da schön in den Kommentaren hier Links gepostet für diverse Fixes und Verbesserungen und Anpassungen, dass das eben jetzt wieder alles läuft. Wir sind jetzt sozusagen wieder auf dem Stand der Dinge, wie zur Version 1.26. Dann müsste ich nochmal einen kleinen Nachtrag machen. Ich hatte in der letzten Folge schon gesagt, dass wir diesen B73 Flies Enhanced Driving Experience Mod drauf haben. War gelogen. Ich wollte ihn drauf machen und als ich jetzt hier die Promo, nicht die Promo, jetzt die Rust-Map und den True Lights Mod nochmal eingefügt habe, ist mir tatsächlich aufgefallen, dass ich zwar den Mod im Mod-Ordner hatte, hier diesen Enhanced Driving Experience Mod, aber dass der gar nicht in der Mod-Liste wurde, dass ich den überhaupt nicht aktiviert hätte. Schwierig. Habe ich jetzt nachgeholt, jetzt ist er tatsächlich drinne. Jetzt ist er tatsächlich drinne.
Von daher alles easy. Ja, zur Russmap selbst. Da gibt's. Ich werde den Link wahrscheinlich mitunter die Russmap an sich machen in der Videobeschreibung. Da ist ja meine Modliste. Und ich mache den Link einfach unter die Russmap. Und zwar gibt es da einen kleinen Fix, einen kleinen Patch, der diese Datei, diese Road Connection zwischen Promos und Russmap, da gibt es eine separate SCS-Datei, eine Mod-Datei, die quasi die beiden Karten verbindet. Und die war wohl der Krebsschaden an der ganzen Geschichte, warum das nicht ging. Und da gibt es aber jetzt eine überarbeitete Version für die Version 1.7.20 ETS2, dass das alles hier seinen Gang geht. Wie gesagt, nochmal ein separater Link. Werde ich mit posten, werde ich mit in die Videobeschreibung knallen. Irgendwo bei der Russmap mit hin. Wie gesagt, da irgendwo ist irgendwas mit Connection heißt das dann. Ja, könnt ihr gucken, könnt ihr runterladen. Ersetzt da einfach die originale Connection-Datei, die ihr bei der Russmap dabei habt. Und wie gesagt, da geht es einen Gang. Mannheim. Ja, True Lights Mod. Wie gesagt, müssen wir dann erstmal. Vielleicht kommen wir nochmal in die Dämmerung rein oder so heute, dass wir uns das genau angucken können, ob das jetzt wirklich funktioniert. Ja, aber eine Fix-Datei irgendwie. Oder die Datei ist. Heißt, also die Version ist dieselbe, ich glaube 6.5 war das oder so. Das hat man auch unter 1.26 schon gefahren und das ist jetzt aber irgendwas mit Fix steht da mit drin. Jetzt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob dass diese Fix-Datei zusätzlich mit implementiert werden muss oder ob das eine separate ist, dass man quasi die einfach nur gegen die alte Datei austauschen. Na, ich habe es jetzt gegen die alte Datei ausgetauscht, weil sie denselben Namen hatte, deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass das so seinen Gang geht. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt noch nicht weiter groß getestet. Hä? Moment mal. Ja, doch, 61. Das ist ja schon die 61. Ja, so ist das. So geht es auch gleich über den Rhein drüber hier. Finde ich total geil, jetzt ist ja Polizeiautos rumfahren. Finde ich total geil. Bin mal gespannt, wenn sie uns das erste Mal rausziehen hier. So, nur ein bisschen Piano machen hier. Jetzt geht es nämlich gleich auf die Bundesstraße. Wir fahren nämlich Bundesstraße nach Frankreich rein. B. Irgendeine 30er war das. Was ist 32 oder der 36? Gott, nicht mehr sicher. Ach du Scheiße, da war ja. Linker weg. So. Du kannst ruhig noch ein bisschen rollen. Steht gar nicht dran hier. Normalerweise steht hier mit dran, was es für eine Bundesstraße ist, ne?
So, wenn ihr von Haus aus schon 70 ist, dann scheint es sehr kurvenreich zu sein. Wo ich den die Böller hier genau auf der weißen Linie hier. Das ist eigentlich original, oder? Hier stimmt's wieder. Gut. Ich weiß gar nicht, ob das hier Schaden macht, wenn man gegen diese schwarz-weißen Markierungsdinger da fährt. Normalerweise ist es, die sind ja nicht großartig festgemacht. Die haben ja unten diese Plastikaufnahme da in der Erde, ne? So, und da stecken die weißen Dinger einfach nur drauf. Also das ist, die sind gar nicht fest hier oder irgendwas. Geht's hier so bergauf oder was? Oder ob hier irgendwas so passiert? Geht's tatsächlich bergauf? Tiss. Ah, jetzt kommt er wieder, jetzt kommt er. Oh, gib alles, Junge, gib alles. Kommt was? Die B37 war das. B37, ich gehe mal ein bisschen vom Gas. Ja, irgendwie kommt er trotzdem nicht vorbei. Ach, weil hier jetzt Überholverbot kommt oder was? Tschüss. Verrückte Sache. Ach du Scheiße. Geht ruhig bergab, Junge. Erinnere ich mich auch wieder an die Straße hier. Hier bin ich vor vielen, vielen Monaten schon mal lang gefahren. Der riesengroßen Brücke hier drüber. Das waren aber noch Zeiten. Jo, Junge, hast es geschafft. Hast es geschafft, klopft dir auf die Schulter. Es war eine schwere Geburt. Ja, was wollte ich sagen? Ewig und drei Tage lang nicht mehr hier lang gefahren. Ich glaube, mit Aufnahme, mit YouTube, noch gar nicht hier. Ich weiß auch noch nicht, wo es uns dann hin verschlägt, wenn wir hier abgeladen haben. Offen gestanden bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt noch klappt hier. Denn wir sind, ich wollte gerade sagen, wir sind ja noch nicht mal in Frankreich. Ja, das hat sich hiermit erledigt, ne? Herzlich willkommen in Frankreich. In Vive la France. Ja, ist natürlich jetzt gezwungenermaßen auch mit dabei, wie viele Francs DLC bei mir. Ne? Ich habe es ja ein bisschen auf die lange Bank geschoben. Wie gesagt, hat damit zum Gang, weil ich keinen Bock hatte, Promos zu aktualisieren. Gebe ich zu, war ich faul. Aber ja, jetzt eben alles mit einem Aufwasch. Neue Promos-Version, neue Rustmap-Version, wie viele Francs DLC. Franzosen haben sich ja wenigstens nicht so affig hier mit der Geschwindigkeit auf der Bundesstraße. Können sie schön mit 80 lang beben.
Freund Ryan. Oh, jetzt müssen wir schon abbiegen. Aber es steht auch Metz mit dran, sehr schön. Metz steht schon mit dran. Oder Metz, oder wie auch immer. Hier hat man schon mal nicht mehr diese extrem engen Einfahrten. Wisst ihr, was ich meine? Wo man sich nicht einordnen darf. Das haben sich hier schon mal ein bisschen entschärft. So, links abbiegen verboten, okay. Ja. Ja, irgendwas kommt da in 400 Metern. Ah, eine Maltstation, wie es ausschaut. Ja, das ist hier ein ganz kleines Stückchen Autobahn, das wir noch fahren. Hier ist gar kein Dings. Bin ich schon falsch gefahren jetzt, oder? Hab ich bestimmt Mist gebaut. Hätte ich hier jetzt nicht reinfahren dürfen, oder was? Das hatten wir aber schon mal, ne? Dass man so ein, dass die Symbole nicht da waren. Ach nee. Ups. Aber nirgendwo Symbole. Diese virtuellen. Bisschen hier durch die Kirchen trampeln. Nee. Hier oben sind ja rote Kreuze. War alles richtig gemacht. Oder hätte ich hier bei den grünen Pfeilen rein gemusst? Da geht's automatisch auf. Ja, es kann ja nicht sein. Müssen wir hier jetzt bezahlen können oder irgendwas? Ich meine, wer sagt mir hier, dass ich das Maltgerät drin habe für Frankreich? Sagt mir doch keiner. Ist schwierig. Muss nur ein bisschen tricksen, wa? Tricksen. Da war jetzt ein bisschen. Jetzt ist da. Ah ne. Gut. Ich wollte gerade sagen, da hinten war jetzt so ein grünes Symbol, aber das war nur ein grüner Truck. War nur ein grüner Truck. Ja, das habe ich jetzt nicht so richtig kapiert. Also ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ich jetzt hier irgendwas falsch gemacht habe, ob ich jetzt hier irgendwas vermehrt habe. Also habe schon gesehen, dass auf den linken beiden Spuren, dass man da einfach durchrollen kann und dass das da von alleine aufgeht. Ja, aber wie gesagt, wer sagt denn, das ist ja quasi für die, die das Mautgerät drin haben, na, wo das automatisch erfasst wird. Aber wir hatten jetzt hier gesagt, dass ich das drin habe. Das hat mir gar keiner gesagt. Also ich habe keins gekauft, ich wüsste nicht. So, und das wäre jetzt quasi, wo wir jetzt standen, das war ja hier Bargeld, hier Cash. Das heißt, ich hätte da ja Geld bezahlen müssen. Kannst auch reinfahren hier.
Das hat mich eben jetzt ein bisschen irritiert. Nicht so richtig durchgeblickt hier. Wir müssen hier auch runter. Oh, hier kann man wirklich mal im fünften rumfahren oder was? Das ist ja Wahnsinn. Sonst waren das immer so ganz enge Kurven hier, wo du mit 20 rumgeschlichen bist. Ja doch, das Autobahnkreuz hier, also dieses Autobahnkreuz gefällt mir schon mal, was sie hier implementiert haben. Ja, Barbares. Einer von uns, also eigentlich du, gell, müsstest mal. Danke. Ein bisschen Gas wegnehmen. Ah ne, wir können ja eigentlich schon hier drüben bleiben, oder? Metz, Metz, geht alles nach Metz. Unser Navi sagt, wir bleiben hier. Gut, bleiben wir hier. Wirklich schön gemacht hier. Metz macht Fels. Vive le Franc. Naja, wisst schon, sei Dank. Nicht so übertrieben eng gemacht alles. Mach Sitz. Prima, dann ist die Fahne, dann siehst du die Ampel wieder nicht. Ah, doch, da unten. Da unten. Halt, wo ist hin? Da, nicht aus den Augen verlieren. Ey. Ja, schauen wir mal in den Gegenverkehr, wenn die losfahren. Beziehungsweise sieht man es da auf der Straße auch ein bisschen das rote Licht. Jetzt haben sie grün, haben wir bestimmt auch grün. So, ja, da vorne dieses. Hab den Namen schon wieder vergessen. Also hellblaue Schrift auf jeden Fall oder irgend sowas. Türkis, hellblau. Ja schon rein. Hier drei Axt-Tandem. So, ich mache jetzt extra langsam, weil ich jetzt nicht genau weiß, wo die Bude ist. Da ist es doch. Der Eingang an der anderen Seite. Oh, 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 den Stefano, was du machst. Aber auch eine ganz enge Geschichte. Lisette,
Das ist das. Ich wollte gerade sagen, haben so ein hellblaues Logo. Das ehemals Postbett. Wollt ihr euer Zeug hinhaben, meine Damen und Herren. Gar nichts frei hier, das sind so breite Stellplätze. Ich dachte, da wäre noch was frei gewesen. Hier nicht, da auch nicht. Ach hier, die einzige Rampe hier. Oh, ob das gut geht hier. Ob das gut geht. Oh, hier ist schon ein bisschen Bedenken hier. Wir müssen sowieso noch mal ein Stück hier in die Ecke fahren. Ansonsten müssen wir das, wenn das hier absolut nicht geht. Ach, das wird ja nichts hier so. Ach, halt! Rückwärts wollte ich. Das wird ja nichts hier. Das ist eine Dreckbude hier. Ich hab's fast geahnt, dass das so, dass wir die letzte Stellfläche kriegen hier. Und dass wir da über links nicht reinfahren können. Na, grundsätzlich weiß man jetzt, ja, schon irgendwie Hupe, aber das Problem ist, dass uns langsam aber sicher jetzt die Vollzeit wegrennt. Wenn wir jetzt hier noch eine halbe Stunde rangieren hier, dann mal noch Strafe bezahlen, weil die hier ihre Höhe so eng bemessen. Das ist schön. Ja, wir müssen jetzt hier quasi den Zug wenden, damit wir halt von der anderen Seite reinfahren können. Ja, andersrum reinfahren können. Wir müssen ja irgendwie an diese beschissene Rampe fahren. Weil das ist jetzt nicht. Zwar müssen wir leicht über rechts fahren, was jetzt nicht gerade optimal ist, aber es ist jetzt sage ich mal, jetzt nicht allzu schwer, weil die eben relativ in einem relativ flachen Winkel hier schon von vornherein dastehst. Ziehst hier relativ eng rum noch. Dann müsstest du eigentlich schon einigermaßen hinhauen. Wie gesagt, ein bisschen Korrektur kannst du ja dann noch machen. Hätten wir ruhig noch ein bisschen eingelenkt lassen können. Obwohl, passt schon, ist ja eh breites Tor.
Wir sind dran. So. Man muss es halt vorher wissen. Man muss es halt vorher wissen. Ist ja gut jetzt hier. So. Okay. Wieder mal Überlänge. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir gucken mal. Ja, das sieht mir schon ein bisschen nach True Lights Mods aus, würde ich sagen. Ja, ich bedanke mich bei euch, wie gesagt, fürs Zuschauen. Abonniert, kommentiert, lasst mir euer Feedback da. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge dann auch wieder. Da habe ich sicherlich eine neue Ladung angenommen und sage bis dahin, falsch und rechts. Grüß die Leute, macht's gut. Ciao.